Wat Phnom, dieser mit riesigen Bäumen bewachsene Hügel inmitten der Stadt, gab Phnom Penh seinen Namen. Er wurde laut einer Legende von Menschenhand aufgeschüttet. Auf seinem Gipfel stehen eine Pagode, ein dem Mahayana-Buddhismus geweihter Altar und eine gewaltige Stupa. Über eine große rotbraune Treppe, die zwischen zwei siebenköpfigen Nagas sowie Wächtern und Löwen aus der hinduistischen Symbolwelt hindurchführt, gelangt der Besucher zur Pagode. Erbaut wurde dieser Hügel und seine Pagode 1372, als eine Frau Penn am Ufer des Mekong vier Buddha-Statuen fand und, um ihnen einen angemessenen Platz zu geben, den Wat Phnom mit Freunden aufschüttete. Ihr zu Ehren wurde er Phnom Penh, der Hügel der Penh, genannt. Wat Phnom ist in das tägliche Leben der Phnom Penher integriert. Besonders an Wochenenden ist es lebhaft besucht. Die Menschen kommen hierher, um Freunde zu treffen oder weil sie eine Insel der Ruhe in der hektischen Großstadt suchen. Außerdem soll es Glück bringen, diesen Platz zu besuchen. Die Khmer bitten in der Pagode für gute Schulnoten, um die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation oder generell für eine friedlichere und bessere Zukunft. Wenn ihnen ein Wunsch erfüllt wurde, bedanken sie sich mit Jasmingirlanden und Obst, die als Opfergaben am Altar der Pagode dargebracht werden. Häufig ist die ganze Verwandtschaft bei diesem Ritual anwesend. Außerhalb der Pagode, an der Westseite, steht die Statue der Frau Penh. Der Boden vor ihrem kleinen Altar ist rosa gekachelt. Abends, bevor der Wächter nach Hause geht, wird die verklärt lächelnde Frau Penn liebevoll in eine safrangelbe Robe gehüllt. Etwas unterhalb der Pagode liegt das Heiligtum Preah Chau. Es wird von Vietnamesen und Chinesen besucht, die den Mahayana-Buddhismus angehören. In einem kleinen Raum stehen die Figuren des Preah Chau mit einem elektrischen Heiligenschein und ein mit Kacheln ausgelegter Tisch für Opfergaben wie Bananen, Mangos, Geld und Räucherstäbchen. Zwei Figuren im chinesischen Stil, links Tang Chen und rechts Tang Tai, rahmen ihn ein. Auch ein Gemälde von Konfuzius und die Figur eines achtarmigen Vishnu schmücken das Heiligtum. Manche Opfergaben können auch durchaus etwas größer ausfallen. Und auch die Opferstellen können etwas ausgefallen sein. Gleich neben der Statue der Frau Penh erhebt sich eine gewaltige Stupa, die die Asche des Königs Phon Her Yat enthält. Er gründete 1434 die Hauptstadt Phnom Penh und renovierte die Wat Phnom. Die Stupa ist mit vielen hinduistischen Symbolen verziert. Von diesen Zeitgenossen gibt es hier jede Menge. Sie machen auf sich aufmerksam, indem sie die Besucher von Wat Phnom mit den Resten ihrer Speisen bombardieren. Die Wurfgeschosse des Affen, des Wilden.
Habe ich heute schon erwähnt, dass es extrem heiß ist für alle, die im Schnee sitzen. Für einen Dollar kann man sich auf oder einfach nur mit diesen Elefanten fotografieren lassen. Dies hier ist die lebensgroße vergoldete Statue des Königs Sisuwat. Zu seiner Rechten sind drei Frauen als Halbrelief dargestellt. Sie repräsentieren die Provinzen Battambang, Siem Reap und Sisuphon, die einst von Thailand annektiert und 1907 wieder an Kambodscha zurückgegeben wurden. Unterhalb der Statue des Königs Sisuwat findet sich eine riesengroße, wirklich funktionierende Uhr. Und diese Uhr sagt uns, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Schließlich wollen wir heute auch noch eine Bootstour über den Tonle Sap-Fluss machen.